Nach chinesischen Maßstäben ist sie noch ziemlich jung, geht aber bereits tief. Die Freundschaft zwischen Guangzhou und Interkultur. Denn sie hat die Herzen der Menschen berührt und den Geist beflügelt, so wie es nur die Musik kann. Am 10. November 2015 schlägt Interkultur zusammen mit Guangzhou, der Weltchorhauptstadt, ein neues Kapitel in der gemeinsamen Beziehung auf. Im World Choral Forum werden Sie Musik mal von einer ganz anderen Seite erleben können. Interkultur bietet Vorträge und Workshops zu vielen verschiedenen Themen an, von bekannten Rednern und Fachleuten. Bisher haben von solchen Workshops schon viele tausende Chorleiter, Musikinteressierte und Sänger profitieren können. Die Stadt Guangzhou ist genau der richtige Austragungsort für das International Choral Forum. Denn in dieser Stadt gibt es nicht nur über 5000 Chöre. Ein ganz besonderes Augenmerk liegt dabei nämlich auf der Förderung von jugendlichen Sängern. Die Zusammenarbeit mit Interkultur begann im Jahr 2012 mit der Veranstaltung First Qinghai Prize International Choir Championships. Dieser internationale Qinghai Prize Chorwettbewerb, der fördert natürlich die Qualität der Chöre in Guangzhou und hebt überhaupt die kulturelle Kraft unserer Stadt. Mit dieser Veranstaltung wollte man auch den großen chinesischen Komponisten der Kantate Der gelbe Fluss ehren, Jiang Qinghai, der in einem kleinen Dorf in der Nähe von Guangzhou geboren wurde. Zum Qinghai Prize Wettbewerb kamen 164 Chöre aus 43 Ländern nach Guangzhou. Die Stadt wurde in dem Jahr von Interkultur zur Weltchorhauptstadt erkoren. Die Zusammenarbeit mit Guangzhou ist ein gutes Beispiel für die gemeinsamen Anstrengungen, die Interkultur und ganz China seit Jahren unternehmen, um den Chorgesang im Land der Mitte zu fördern. Seit dem Jahr 2000 haben über 1000 Chöre an Interkulturveranstaltungen teilgenommen. Eine zentrale Rolle bei der modernen Entwicklung der chinesischen Chormusik kommt dem chinesischen Komponisten, Pädagogen und Chorleiter Honingen Yang zu. Auch er arbeitet schon lange mit Interkultur zusammen. Dies ist sehr wichtig für einen Chor, eine Nation oder für mich als Chorleiter. Du musst immer versuchen, weiterzukommen, deinen Horizont zu erweitern. Nur so wird man besser. Und bald werden sich viele Chöre aus China aufmachen zu den kommenden World Choir Games, die 2016 im russischen Sotschi stattfinden werden. Zeit, um ein paar Goldmedaillen nach Hause zu holen.